Nach der Ankündigung in der letzten GamePro herrschte innerhalb der Leserschaft helle Aufregung und auch Konfusion. Waren die GamePros wirklich im Nintendo-Hauptquartier? War vielleicht alles nur ein lauer April-Scherz? Es war natürlich kein Scherz. Bernd und ich waren wirklich in Kyoto, um dort für euch exklusiv das neue Zelda anzuspielen. Guten Tag und herzlich willkommen in Japan, genauer gesagt in Kyoto. Kyoto ist ja bekannt für seine mehr als 1300 Tempel, das wahre Heiligtum aller Videospielfans dürfte allerdings hier im Nintendo-Hauptsitz liegen. Die GamePro hat als einziges deutsches Videospielmagazin eine Einladung von Nintendo nach Japan erhalten, um sich dort exklusiv für euch das neue Zelda-Spiel anzuschauen. Film ist während der Präsentation leider nicht erlaubt, Bernd und ich gehen jetzt einfach mal rein. Nachdem wir die schmucke Eingangshalle hier passiert hatten, war Film wie gesagt leider nicht mehr erlaubt. Wir können euch aber trotzdem einige Impressionen zeigen, wie Bernd und ich Zelda gespielt haben. Anfangs plauderten wir nett mit Dorfbewohnern und fingen ein paar Kühe ein. Später kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit einem Obermotz auf einer Brücke. Danach hatten wir die Möglichkeit, mit Chefentwickler Eiji Aonuma ausgiebig über sein neuestes Projekt zu sprechen. Who he is and how he is. And we really want to be realistic as to that point. For example, if there is some big object, we really want to show it. Really, as a really big object. If it, there is a small object, we really want to show it really as small. And if there is a heavy object, we really want players here that is actually very heavy in their hands, for example. So that part of realism is something that I would like to pursue in this game right now. And before, in the Legend of Zelda game, both characters are supposed to be appearing in the dungeon. But this time, dungeons are not necessarily the area where the both characters will appear. As you could see, you know, we were thinking about placing some of the huge bosses outside of the dungeon. In the grand area, grand battle. And even with the whole sometimes you are going to be frustrated that you really want to move much quicker. So actually I was thinking about some other transportation methods, even other than the horse, so that that transportation method Vielen Dank Aonuma-san. Das komplette Interview und weitere Infos findet ihr in unserer Titelstory im Heft.